Herzlich willkommen zu unserem ersten adventlichen Abendgebet im Erzbistum Berlin. Heute aus der Kirche Corpus Christi hier im Prenzlauer Berg. An den Vorabenden der Adventssonntage wollen wir Sie auf den Advent, auf die Ankunft Gottes in unserer Welt, auf Weihnachten einstimmen. Wir wollen uns gerade in dieser schwierigen Zeit in Texten und Liedern gemeinsam auf das besinnen, was unser Leben ausmacht und wovon diese Zeit vor Weihnachten besonders erfüllt ist: Hoffnung und Liebe. Auch wenn vieles in diesen Tagen nicht möglich ist, wollen wir unseren Blick auf das lenken, was bleibt und was schön ist. Schön, dass wir auf diese Art und Weise in dieser Zeit miteinander verbunden sind. Das Licht einer Kerze ist im Advent erwacht. Eine kleine Kerze leuchtet durch die Nacht. Alle Menschen warten hier und überall, warten voller loben unseren Herrn
Wachet auf! Mit diesem Ruf, mit diesem Aufruf beginnt in den Texten der Bibel der Advent. Bleibt wach, seid aufmerksam. Lasst euch nicht einlullen, erwartet noch etwas. Bereitet euch vor auf das, was da noch kommt. In dieser Haltung wollen wir diese Tage und Wochen leben und erleben. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Bedenkt dies: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man ihn in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wachet auf.
Wachet auf, ruft uns die Stimme. Wacht auf aus eurer Sattheit und spürt den Hunger nach mehr. Nach mehr, als der Konsum euch bieten kann. Wacht auf aus eurer Selbstgerechtigkeit und merkt, dass ihr trotz eurer Klugheit die letzte Wahrheit noch nicht kennt. Wacht auf aus eurer Angst und vertraut wirklich darauf, dass Gott euch in den Händen hält. Wacht auf und nehmt die Lampen. Bringt das Licht zu ihm, zu den Kranken und Hungrigen, zu den zu kurz gekommenen. Zu denen, die unter die Räder geraten sind. Verlasst euch selbst und ihr werdet finden. Ihr werdet finden im Stall. Wachet auf. Guter Gott, lass uns wach sein. Öffne unsere Sinne, unsere Seele und unsere Herzen für die Nöte und Ängste der Menschen in dieser Zeit.
in der Hoffnung, dass du mit deiner Liebe in diese Welt kommst. Jeden Tag und zu jeder Zeit bitten wir dich. Guter Gott, viele Menschen haben in diesen Tagen Angst. Angst um ihre Angehörigen, Angst, dass sich unsere Gesellschaft verändert. Angst vor der Zukunft, auch Angst vor irrationalen Ideen und Theorien. Wir bitten dich für alle, die in diesen Ängsten gefangen sind und keinen Ausweg sehen. Gott, nimm du die Angst von uns. Nimm du die Angst von uns, Angst, die in der Nacht kein Ende findet, unsere Hände bindet, die Schritte erschwert. Gott, mein Gott, höre uns, Gott, mein Gott, höre uns, Gott, mein Gott. Guter Gott, viele Menschen tragen in diesen Tagen eine schwere Last. Die Last der Verantwortung, die Last der Einsamkeit, finanzielle Sorgen und bedrohte Existenzen lasten schwer auf vielen. Wir bitten dich für alle, die unter dieser Last zusammenzubrechen drohen. Gott, nimm du die Last von uns. Gott, nimm du die Last von uns. Last, die von all unseren Lügen kündet, sich in Lüge windet, die Worte verdreht. Gott, mein Gott, höre uns. 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 Guter Gott, viele Menschen in diesen Tagen sind wütend. Sie fühlen sich ohnmächtig angesichts der Veränderungen und haben das Vertrauen in andere Menschen und gesellschaftliche Institutionen verloren. Wir bitten dich für alle, die keinen Ausweg mehr sehen. Gott, nimm du die Wut von uns. Gott, nimm du die Wut von uns. Wut, die weder gut noch Guter Gott, wir sehen sich weltweit die Fronten verhärten, wie ein Volk gegen das andere Krieg führt, wie Menschen sich wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer Kultur verfolgen und Gewalt antun. Wir bitten dich für alle, die unter diesem Hass leiden müssen. Gott, nimm du den Hass den Hass.
guter Gott. Wir bringen auch unsere ganz persönlichen Bitten vor dich. Vertrauen darauf, dass du unsere Nöte und Schwächen kennst, dass du unsere Wege mitgehst, dass du an unserer Seite bleibst, beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes sei mit uns allen und mache uns Hoffnung in diesen Tagen. Die Liebe Gottes begleite uns und mache uns aufmerksam und wachsam füreinander. Die Wahrheit Gottes leuchte uns auf und zeige uns den Weg ins Leben. So segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Herzliche Grüße hier aus Corpus Christi. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Adventsvorabend und einen gesegneten ersten Advent. Kommen Sie gut durch diese erste Adventswoche. In der kommenden Woche, am kommenden Samstag, kommen unsere Grüße aus dem Land Brandenburg. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ihnen einen schönen Abend. Für. O Gott, ein Tauch.